Jo, meine Leute, und ich begrüße euch zu diesem wunderschönen Testhörvideo zu der Warbots Testversion oder ob die Version zusammengerechnet werden, weiß ich jetzt gar nicht. 3.9.0 war das. Und ja, ich hole jetzt erstmal die ganzen Roboter, die aus dem Angebot, wie wir es von letztem Mal noch kennen, da sind. Hier die Dashboards, Inquisitor, viermal Gust, viermal Scourge, viermal Storm, viermal Shocktrain. Viermal Ionen, die ich aber wahrscheinlich nicht benutzen werde, weil ich seit diesem Mal einfach keinen Bock drauf habe. Viermal Tempest hole ich mir aber einfach auch. Ich hatte letztens so einen Triple Tempest Fury, aber der hat nicht so reingehauen. Dann Ember und Dragoon müssen natürlich drin sein, ne? Ich werde wahrscheinlich einen Triple Dragoon Fury machen. Rydemir und Termit. Termit weiß ich ja nicht, ob ich die benutzen werde. Letztes Mal hat die Natasha damit richtig reingehauen. Werde ich im nächsten Tester-Video dann machen. So, dann noch Spectre, Strider und Hover, Persia, Mercury und Hellburner. Oder andersrum, ich habe mir Hellburner zuerst geholt. Gut, aber dann kriege ich es jetzt erstmal, mal, hab Bock drauf, einen Raffer rauszumachen. Wird, glaube ich, ganz cool und dann werde ich jetzt, glaube ich, ganz schön viele Kämpfe machen. Ich habe irgendwie Bock drauf, richtig viele Kämpfe zu machen und die dann zu raffern. Ich weiß nicht, ich werde so um die Viertelstunde werde ich mich halten, wenn es geht. Und dann viel Spaß beim folgenden Raffer, Leute. Bis gleich. Ach, wie schnell aus 20 Minuten mal eben so, was weiß ich, wie wenig wert. Gut, da bin ich jetzt wieder. Ich habe jetzt meine Hunger Decks hier. Einmal das Hunger Deck 2. Und mit diesem Deck noch Fury, Jester und Bulwark und Falcon. Jester habe ich jetzt ja auch in-game. Er rüstet gerade auf Level 5 aus. Voll geil. So. Ein Test für Shire Feedback. Ja, ich weiß. Aha. Brauche jetzt aber nicht, nichts Besonderes, wie immer, ne? Mache ich aber das Formen dann das nächste Mal ohne, weil das ist eigentlich langweilig, wie ich das dann bewerte. Gut, das war dann aber, glaube ich, auch schon mein letztes Hunger-Deck. Ich benenne mich eben um. Leute, was ist Int? International Afghanistan. Leute, man kann sein Land auswählen, in dem man spielen will. Hä, wie geil. Ja, scroll ich mal eben bis nach Germany runter, ne? Burg, komm, jetzt bin ich beim ganzen C, E, F, G, ja, da gerade G, ein bisschen, ja, falsch, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Da, Germany, tschüss. Ne, verbinden, das geht ja nicht, ich bin nämlich eben wieder in dieses passende Wort, um genau Storm meiner Teste zu lernen, das ist so lustig, es passt genau auf den Punkt, ne, hier seht ihr nochmal, zack, oh Mist, verschrieben. Zack. Und ist dann T. Klar. Zack. Und mehr geht da nicht hinter, wie ihr seht. Gut, fertig. Umbenennen. Zack, da bin ich. So. Ja, da bin ich da jetzt auch schon wieder. Vorherrschaft auf. Aha, Yamantau. Okay. Somit starte ich dann mal. Ich starte mit dem
Bulwark, was ist da drauf, also mir das nicht eingefällt. Ueli, genau, Bulwark-Video, ja, das mir Ueli jetzt nicht eingefallen ist. Gut, dann also will ich da jetzt gar nicht mehr viel sagen, was denn da kommt vorne, für eine komische Bewaffnung. Gut, starte einfach direkt den Raffer. Bis gleich. Das Ende musste ja kommen, ich hab's erwartet. Oh, scheiße, wie schnell. Sie hat mir ja nichts an Signal gefallen. Also, das so schlecht habe ich das immer nie geredet bekommen in meinem Team. Aber gut, ich denke mal, viel Schaden wir nicht gemacht haben. Der große davon ist mit dem Fury gewesen. 3 Kills waren es, glaube ich. Ja, 3 Abschüsse, aber hier schnell weg da. Boah, das kann ich mir gar nicht länger anschauen. Gut, direkt im nächsten Kampf gehen. Ja, lade, lade, lade. Warum bin ich so gehetzt? Boom. Aber leckt auch irgendwie ein bisschen Boros gerade. Weiß nicht, warum es liegt. Hä, WTF schon wieder? Was ist das denn hier? Wollt ihr mich verarschen? Und schon wieder Feuerschaft? Als ob das nicht nur die gleichen Modi sind. Ach, Mist. Ja, muss ich mich dann nicht dran gewöhnen. Der Testzauber ist eh, ja, ein bisschen komisch. Ist einfach nur vorgegebene Roboter und dann muss ich ein bisschen kämpfen, aber gut. Dann reden wir auch nicht lange um den heißen Brei herum. Sondern wir starten direkt in diesen Kampf rein. Im Raffer natürlich halt. Logisch. Oh mein Gott, was war denn das? Scheiße, haben wir die rausiert. Okay. Ja, ich denke mal, ihr seht jetzt im Hintergrund direkt von den Rafa des neuen Kampfes, aber ja, schaut einfach. Boah, ich kann es nicht mehr glauben. Okay, wow, der Kampf war ganz cool. Ich habe auch mit dem Hedge hier ganz schön rasiert. Mein Hellbone ist leider nicht mehr zur Action gekommen. Ich habe aber irgendwie auch wieder nur so wenig Schaden gemacht, wie man da gerade gesehen hat. Genau, gehe auch schon mal direkt wieder raus und nur einen Abschuss. Aber gut, dann will ich jetzt wahrscheinlich mal das Bulwark-Deck nehmen. Thank you.
Oh, das war's dann mit den Kämpfen. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Steht ja auch im Titel. Also, es ist synchronisiert gewesen. Hat ihr wahrscheinlich an manchen Stellen gemerkt, aber ich habe das nicht am Anfang gesagt. Aber jetzt habe ich mir gedacht, komm, sag es doch eben nach. Gut, dieser Kampf, 0 Abschüsse, aber richtig viel Schaden im Verhältnis zu den anderen davor. Ich weiß nicht, warum nur so wenig Schaden da angezeigt wurde. Ich habe eigentlich schon ein bisschen mehr gemacht. Und falls euch fragt, kein Intro, warum denn nicht? Ich weiß nicht. Ich habe keine Stelle gefunden, die ich davor mal packen wollte. Und dann konnte, dann wollte ich das Intro ordentlich einfach so davor klatschen. Ja, aber gut. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen im Testserver kämpfen und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und wir sehen uns im nächsten Video auf dem Kanal wieder. Ciao.